Ja, hallo, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger. Ich habe mir für heute vorgenommen, erstens euch über den aktuellen Stand der Kreditopferprozesse zu informieren, insbesondere in Deutschland. Wir haben vor einem kleinen Landgericht nun ein erstinstanzliches Urteil erhalten, und zwar ein abschlägiges Urteil. Das heißt natürlich, dass die Versuche weitergehen werden. Das abschlägige Urteil ist aber dennoch interessant. Es ist nämlich, in Deutschland ist das offenbar möglich, ein endgültiges Urteil, gegen das man nicht berufen kann. Hochinteressant. Ja, also die Argumentation, dass Kredite nicht zurückgezahlt werden sollen, wir werden darüber dann nachher gleich sprechen, ist der Richter in diesem Erkenntnis, in diesem Urteil nicht gefolgt. Aber in diesem endgültigen Urteil, das also letztinstanzlich beschlossen wurde, spannenderweise, hat er etwas anderes genauso festgesetzt, dass nämlich die Bank die Kreditforderung nicht exekutieren darf, es sei denn, sie hinterlegt 110% des Werts bei Gericht. Okay. Also das können wir uns schon mal auf der Zunge zergehen lassen. Ne? Und damit sieht man ja schon das Unrechtsbewusstsein, das auch dort mittlerweile eingekehrt ist. Ja? Wir befinden uns also auf gutem Weg und der Bundesgerichtshof ist immer noch beschäftigt mit seinem Urteil über den Fall aus Saarbrücken. Dort haben wir noch keine Nachricht, das ist also immer noch im Gang. Was wir aber tun werden, denn so ein endgültiges Urteil können wir uns natürlich auch wieder nicht bieten lassen. Ist ja logisch. Wir arbeiten momentan, wenn ihr so wollt, an einem Drehbuch, an einer Gestaltung, wo Juristen, Betriebswirte, andere kompetente Menschen einen öffentlichen Prozess öffentlich, und das wird dann auch verfilmt, auf YouTube dargestellt werden, spielen werden, einen Schauprozess gegen so eine Kreditvergabe auf der Grundlage anonymisierter, echter Unterlagen. Und das werden wir jetzt in diesem Sommer machen und dann öffentlich zur Verfügung stellen. Und die liebe Rena hat das ja schon angekündigt. Ich bin ja Hochschulprofessor und daher habe ich mir heute für die folgenden Minuten Folgendes vorgenommen. Ich möchte gerne euren Wissensstand abprüfen. Ja? Ich möchte gerne von euch wissen, wie gut ihr schon über die Giralgeldschöpfung, über das verzinste Schuldgeldsystem und die Konsequenzen informiert seid. Ich stelle euch daher jetzt so wie bei einer Prüfung, Noten gibt es keine, die könnt ihr euch zu Hause aufzeichnen. Ja? Jeder, der brav ist, kriegt einen Einser. Also, ich möchte jetzt von euch einfach Antworten auf meine Fragen hören. Ich werde sie dann nachher auch selbst beantworten. Dinge, die ihr wissen sollt und die auch selber weiterverbreiten sollt. Denn das ist ja die neue Zeit, dass wir das Wissen in die Öffentlichkeit tragen, das uns schützt und das uns weiterbringt, das für die gesamte Gesellschaft nützlich ist. Meine erste Frage daher an euch, was ist denn der wirkliche Grund, warum alle Banken heute gleichzeitig so tief verschuldet sind? Ist das eine Spekulation oder ist das etwas anderes? Das Wachstum. Was ist die Frage, was wächst? Die Geldmenge, das ist indirekt schon ein richtiger Hinweis, ja. Noch etwas konkreter, es sind also nicht die Spekulationsgeschäfte, denn das, was der eine in der Spekulation verliert, gewinnt ja ein anderer. Also, warum sind alle Banken gleichzeitig verschuldet? Naja, die Zinsen verbuchen sie als Forderungen, Freunde. Die Zinsen sind auch der Grund, warum Schulden nicht endgültig bezahlt werden können, weil für die Zinsen kein Geld geschöpft wird. Weil das von Ihnen sozusagen verliehene Geld nicht vorhanden ist, sondern eine Verbindlichkeit der Bank selbst darstellt. Richtig, das war der richtige Hinweis. Also, Geld, das ihr von der Bank erhaltet, ist kein Geld, sondern ist ein Schuldschein der Bank, also eine Bankverbindlichkeit. Und je mehr Kredite Banken zur Verfügung stellen, desto höher werden ihre eigenen Verbindlichkeiten. Man spricht da auch von einer Nostro-Verbindlichkeit, also eine Verbindlichkeit der Bank gegenüber sich selber. Ja. Nächste Frage. Warum ist es denn wirtschaftlich gefährlich, wenn wir jetzt
Kredite zurückzahlen. Welches wirtschaftliche Argument spricht denn jetzt, volkswirtschaftliche Argument, spricht jetzt dafür, Kredite nicht zurückzuzahlen? Korrekt. Durch die Zurückzahlung, die Tilgung des Kredits, verschwindet die Geldmenge. So wie nämlich das Geld in der Kreditvergabe erzeugt wird, im Buchungssatz, als Verbindlichkeit der Bank, wird es bei der Tilgung wieder vernichtet. Es fehlt uns dann im Geldumlauf und das macht uns Probleme. Das führt bei den Unternehmen der Realwirtschaft zur Illiquidität. Diese Unternehmen können dann ihre Rechnungen nicht mehr bezahlen. Sie wissen zwar nicht warum, aber sie geben sich dann wirtschaftlich selbst die Schuld, beschuldigen sich selbst, und das ist ein sehr, sehr alter Trick, ja, von den wirklichen Problemen abzulenken, indem man den Menschen selbst immer die Schuld gibt für alles. Die Schuld abschieben. Okay? Kann eine Bank ohne Umsätze Geld erzeugen? Richtig. Zum Unterschied von der Realwirtschaft entsteht das Geld bei der Bank in der Buchhaltung. Wenn ein Unternehmen in der Realwirtschaft, ein kleiner Handelsunternehmer, ein Tante-Emma-Laden, wenn die nichts verkauft, dann hat sie auch kein Geld in der Kasse. Banken brauchen aber nichts verkaufen. Bei Banken genügt es, wenn sie Wertpapiere anders bewerten. Ja, es genügt, wenn sie eine Verbindlichkeit buchen, wenn sie also formal etwas schuldig bleiben, und schon haben sie frisches Geld, das sie in den Umlauf bringen können. Das heißt, für Banken gibt es keinen Unterschied zwischen Cashflow, zwischen Zahlungsmitteln, und Buchungen. Also Aufwand, Ertrag, Forderung, Verbindlichkeit. Das, was in der Bank gebucht wird, ist alleine durch Buchung schon Giralgeld in vielen Fällen und erfüllt damit Zahlungsmittelfunktion. Sie ist aber kein Zahlungsmittel. Und es gibt gesetzliche Bestimmungen, die Bankvorstände aus diesem Grund in Schwierigkeiten bringen können. Welche gesetzlichen Bestimmungen sind es denn, die momentan für Bankvorstände aufgrund der verzinsten Schuldgeldschöpfung problematisch sind? Wer kennt diese Bestimmungen im Strafgesetzbuch? Das ist der Paragraph 154, der Geldwucher. Geldwucher betreibt, wer wirtschaftlich unmäßige Forderungen betreibt bei einer zu geringen wirtschaftlichen Eigenleistung, insbesondere bei der Darlehensvergabe. Ja, steht so drinnen, und das wird mit mehrjährigen Haftstrafen geahndet. Es gibt noch einen zweiten Paragraphen in dem Zusammenhang, der interessant ist. Und zwar der Paragraph 241a des Strafgesetzbuchs. Und das ist das in Umlauf bringen gefälschter, unbarer Zahlungsmittel. Es ist jetzt die Frage, was ist eigentlich ein echtes, unbares Zahlungsmittel? Habt ihr schon einmal versucht, nach einer Überweisung, wenn ihr jemanden 100 Euro überwiesen habt, die Frage zu stellen, wie lautet denn bitte die Seriennummer des Geldscheins, den ich da jetzt überwiesen habe? Probiert das einmal. Probiert das einmal und weist, wenn man euch das nicht sagen kann, auf den Paragraph 241a des Strafgesetzbuches hin. Spannend. Ja? Spannenden Zeiten gehen wir entgegen. Wie sieht es im Bilanzrecht aus? Was sind denn die zuständigen Regeln in der österreichischen Gesetzesordnung im Bereich der Bilanzfälschung? Kennt ihr im Strafgesetzbuch einen Tatbestand, der Bilanzfälschung heißt? Nein, im österreichischen Strafgesetzbuch gibt es so etwas nicht. Es gibt aber den Paragraph 122 im GmbH-Gesetz und den Paragraph 255 im Aktiengesetz. Dort sind strafgesetzliche Bestimmungen verankert, und da die meisten Banken Aktiengesellschaften sind, ist der 255 Aktiengesetz der Paragraph, der hier zuständig ist. Ebenfalls droht mehrjährige Haftstrafe, wer eine Berichterstattung, eine gesetzlich notwendige, geforderte Berichterstattung verfälscht und unrichtig darstellt. Es gibt einen offenen Brief des Vorstands des Internationalen Instituts für Wirtschaftsprüfer, Dr. Michael Schemmann, an die Bilanzregulierungsbehörden, IASB in London
und FSB in den Vereinigten Staaten, wo er darauf hinweist, dass sämtliche Banken weltweit dadurch gegen die internationalen Rechnungslegungsregeln verstoßen, dass sie die Sichteinlagen, also das Giralgeld, auf der Passivseite ausweisen. Denn Geld, das auf der Passivseite als Verbindlichkeit ausgewiesen wird, ist definitiv kein Vermögensgegenstand im Sinne der internationalen International Financial Reporting Standards, der internationalen Bilanzierungsregeln. Und dieser Dr. Michael Schemann fordert daher in diesem offenen Brief vom 1. Mai 2013, dass kein Wirtschaftsprüfer mehr die IFRS-Bilanzen von Banken unterschreiben und testieren darf. So viel dazu. Das betrifft nun also die Verantwortung der Abschlussprüfer. Auch sie begeben sich auf sehr fragwürdiges Terrain, wenn sie die Bilanzen von Banken nach IFRS noch testieren. Ihr seht also, das sind alles die Probleme, vor denen wir die Banker und die Bankvorstände schützen und bewahren wollen, indem wir andere Systeme vorschlagen. Was wäre denn eine Möglichkeit, eurer Meinung nach, wie könnte man denn Geld für die Bevölkerung erzeugen, ohne dass wir gleichzeitig Mangel und Konflikt erzeugen? Was wäre eine Möglichkeit der Geldschöpfung, ohne Knappheit und Konflikt zu erzeugen? Na klar, andere Buchungssätze. Der erste wichtige Punkt ist die Erkenntnis, dass es im Bereich des Geldes immer nur um Buchungssätze geht. Und bitte sagt das vor allem auch den Damen und Herren in dem Gebäude hinter euch, falls ihr ihnen einmal privat begegnen solltet. Das Argument, wir haben kein Geld, wofür auch immer, ist ein Nicht-Argument, ein No-No-Argument. Jemand, der auch nur grundlegende Kenntnisse in Buchhaltung und Bilanzierung hat, wäre nie so naiv und ungebildet, so etwas offen auszusprechen. Geld ist immer im Überfluss vorhanden, denn es handelt sich lediglich um Buchungssätze. Ja. Wir haben so viel Geld, wie wir haben wollen. Wir buchen das Geld einfach, denn anders entsteht es heute auch nicht. Entscheidend ist, dass wir dafür aber erstens eine gesetzliche Grundlage benötigen und dass wir das zweitens auf eine Art und Weise tun sollten, dass kein Konflikt entsteht und dass nicht ein materielle Substanz vorgetäuscht wird, wie zum Beispiel Goldstücke, die ihren Wert nur dadurch erzeugen oder behalten, dass sie verknappt werden. Denn dann haben wir wieder ein Verknappungsregime. Und dieses Verknappungsregime, das durch den Tausch virtueller Goldstücke simuliert wird, das ist es, dem wir seit unserer frühesten Kindheit unterliegen, wenn man uns, vielleicht kennt ihr das noch aus dem Kindergarten, diesen lustigen Sparefroh zeigt, und sagt, dass wir auf unser Geld schön aufpassen sollen. Das ist der Einstieg in dieses Gehirnwäschesystem. Man fühlt sich dann immer ganz schlecht, wenn man zu viel Geld ausgegeben hat und man hofft, dass noch genug auf dem Konto ist und übersieht aber dabei, dass immer so viel auf dem Konto ist, wie man drauf bucht. Ja, also eine beliebige Zahl. Wenn wir uns selbst einig sind, die Bevölkerung sich einig ist, dass wir ein anderes Geldsystem haben wollen, ein reines Buchungssystem, ein System, das aber beispielsweise menschliche Leistung belohnt, und zwar immer die Leistung, die von der Gesellschaft gerade am dringendsten benötigt wird. Wenn wir uns vorstellen, wir hätten ein öffentliches Informationssystem, wo einerseits sämtliche menschlichen Leistungen erfasst sind und wir alle wissen, an wen wir uns wenden können, wenn wir irgendeine spezielle Leistung benötigen, und andererseits auch die Nachfrage dargestellt wird nach diesen Leistungen. Und wo im öffentlichen Konsens für erbrachte, nachweislich erbrachte Leistungen einfach Belohnungen gut gebucht werden. Und beim Konsum diese Gutbuchungen dann einfach wieder verschwinden, also ausgebucht werden. Sodass wir uns nicht um scheinbar knappe materielle Dinge streiten müssen, die weitergegeben werden durch Forderungen und Verbindlichkeiten, so wie das heute noch der Fall ist. Sondern wo eine Leistung unmittelbar belohnt wird und bei Konsum die Leistungsgutschrift wieder vernichtet wird, so wie bei einem Gutschein auch. Nicht? Einen Gutschein stellen wir auf einen Namen für eine Sache aus und wenn die Sache erhalten wurde, wird der Gutschein vernichtet. Dann hat er seine Aufgabe erfüllt. Der muss nicht auf ein Lager gelegt werden, ja? Den müssen wir auch nicht weitergeben und den müssen wir uns schon gar nicht ausborgen und verzinst wieder zurückgeben. Nicht?
Also alle diese grundlegenden Denkmodelle sind schon lange, lange überkommen. Die sind nicht mehr notwendig, im Gegenteil, die sind heute sogar schädlich. Deswegen bitte, was wäre denn die Staatsform, in der ihr am liebsten leben würdet? Voluntarismus, sehr schön. Friedliche, freundliche und liebevolle Anarchie, sagt euch das etwas? Anarchein, also einfach ohne Herrschaft, herrschaftsfreie Gesellschaft der liebevollen Kooperation, der Empathie. Das, was man früher Demokratie nannte, in dem Ideal, dass jeder Mensch gleichberechtigt ist, dass alle Wünsche sozusagen gleichermaßen berücksichtigt werden. Das ist meiner persönlichen Überzeugung nach nicht wirklich das Gesellschaftssystem, das ist das Metasystem der Gesellschaft. Das ist eine Ebene darüber. Ja? Wenn wir uns als Gruppe, egal wie groß diese oder klein diese Gruppe ist, einig sind über die Spielregeln, die wir in der Gruppe einhalten wollen und das in Konsens beschließen, dann sind alle Regeln legitim, an die wir uns wirklich halten wollen. Das ist sozusagen das Grundwissen. Mehr braucht man eigentlich nicht wissen. Und wenn wir uns so verhalten, egal auf wie großer Ebene, ob das jetzt in Österreich der Fall ist oder in Europa oder irgendwann auf der ganzen Welt, dann werden wir immer zu einer Gesellschaftsform finden, die liebevoll ist, die friedlich ist, die kooperativ ist, wo es Konflikte, Kampf, Verknappung, Hierarchie und Macht nicht mehr geben muss. Weil wir selbstverantwortlich handeln können und weil wir dann sehen werden, dass wir auch die Pseudomathematik des Geldsystems irgendwann verlassen können. Und bis dorthin werden wir uns um Buchungssätze bemühen, im Konsens der gesamten Gemeinschaft, die möglichst viel nützen und möglichst wenig schaden werden. Und ich bin froh und dankbar, dass ihr alle da seid und mir so geduldig zugehört habt. Informiert euch weiter über YouTube. Alles Gute, ich danke euch.